Hallo und willkommen zu diesem Video zum Thema arithmetische Folgen. Da müssen wir zunächst einmal definieren, was ist eine Folge, und das ist nichts anderes als einfach eine Aufeinanderfolge von Zahlen. Das haben wir hier geschrieben als x1, x2, x3 und so weiter. Also allgemein schreibt man dann auch xn mit der Indexmenge n aus n. Also 1, 2, 3, 4. Manchmal fängt man auch an bei 0 zu zählen, sehen wir dann gleich noch. Und die einfachste denkbare Folge, die man da hinschreiben kann, ist einfach die konstante Folge. Dass man sagt, jedes dieser xn für alle n gleich 1, 2, 3 und so weiter ist dieselbe Konstante. x1 ist gleich c, x2 ist gleich c, x3 ist gleich c und so weiter. Ist natürlich nicht besonders spannend. Schauen wir uns was an, wo ein bisschen mehr passiert. Ein weiteres Beispiel, xn ist gleich 1 durch n für n gleich 1, 2, 3. Also, da fangen wir an bei 1 durch 1. Ich male mir das vielleicht nebenbei hier mal in so eine Skizze mit dazu, wo wir dann das n auf die x-Achse malen. Und 1 durch n fangen wir an bei n gleich 1. Hier vorne haben wir den Wert 1. An der Stelle 2 haben wir dann den Wert 1,5. An der Stelle 3 haben wir den Wert 1 Drittel. Bei 4, ein Viertel und so weiter. Also da würden wir so absinken und so weiter und so fort. Ja, so können wir diese Folge hinschreiben. Und im Folgenden schauen wir uns dann vor allem zwei Arten von Folgen an, nämlich solche Art Folgen, bei denen die Veränderung von einem zum nächsten Folgenglied immer auf die gleiche Art und Weise passiert. Einmal mit der gleichen absoluten Veränderung, das sind dann eben die arithmetischen Folgen, um die es hier in dem Video geht, und dann eine gleichbleibende relative Veränderung, das sind die geometrischen Folgen. Was heißt das? Bei einer arithmetischen Folge kommt dann in jedem Schritt der gleiche Wert dazu, zum Beispiel immer plus 3 dazu, während eine gleichbleibende relative Veränderung wäre plus 3%. Zum Beispiel. Und das sind die beiden Arten von Folgen, die wir in den Wirtschaftswissenschaften besonders häufig brauchen. Betrachten wir also hier zwei konkrete Beispiele. Die Folge fängt an mit x1 gleich 1, 2, 3, 4, also ist keine besonders schwere Folge, da ist xn einfach gleich n, für alle n gleich 1 und so weiter. Und es ist dann insbesondere der Zuwachs in jedem Schritt der gleiche. Es kommt immer plus 1 dazu und dann kommt wieder plus 1 dazu und wieder plus 1 dazu. Wir haben also ein gleichbleibendes absolutes Wachstum. Es kommt immer eine Einheit dazu. Bei der zweiten Folge, da ist x1 gleich 3, dann kommt 5, 7, 9, dann wird es weitergehen mit 11, 13 und so weiter. Wir bekommen also hier in jedem Schritt plus 2 mit dazu. Also beide Folgen, die wir hier hingeschrieben haben, sind arithmetische Folgen, und die wollen wir jetzt noch einmal formal definieren. Eine Zahlenfolge xn ist dann eine arithmetische Folge, wenn die Differenzen zwischen zwei aufeinanderfolgenden Folgengliedern, schreiben wir auch häufig so mit Delta xn, konstant sind. Und ich habe es hier schon für die beiden Folgen eben gesagt, wir haben einmal die Differenz von 1 und einmal die Differenz von 2. Also haben wir hier zwei arithmetische Folgen gesehen. Dann hilft es häufig, sich die Folgenglieder hinzuschreiben als eine Funktion von n, von dem Index n. Und allgemein gilt, dass man schreiben kann, xn ist dasselbe wie x1 plus n minus 1 mal diese Differenz. Ja, es muss ja immer eine konstante Differenz d zwischen den aufeinanderfolgenden Folgengliedern geben. Und vom ersten bis zum n-ten Folgenglied habe ich dann n minus 1 Schritte eben dieser Schrittlänge d machen müssen. Und deshalb können wir das so allgemein hinschreiben. Für unsere beiden Beispiele heißt das also, dass ich xn konnte ich gleich n schreiben, oder wenn wir es in dieser Form hier oben schreiben, können wir auch schreiben 1 plus n minus 1 mal 1, weil die Differenz für die erste Folge war ja 1. Und für die zweite Folge
waren die Differenzen immer 2, die dazukommen, und das erste Folgenglied ist 3, also haben wir 3 plus n minus 1 mal 2. Und wenn wir das ausmultiplizieren, können wir auch schreiben 2 mal n plus 1 oder wir können schreiben 1 plus n mal 2. Und genauso hier oben können wir auch schreiben 0 plus n mal 1. Also anstatt beim ersten Folgenglied anzufangen, könnte man auch sozusagen bei einem nullten Folgenglied anfangen. Das wäre dann also hier der Wert 0 und da der Wert 1. Wenn wir hier also noch nach links gehen, zwei Einheiten abziehen, könnten wir hier noch ein x0 gleich 1 dazu schreiben und hier könnten wir ein x0 gleich 0 dazu schreiben, wenn wir wollten. Und dann könnte man auch sagen, man fängt beim nullten an und dann kommen n Schritte dazu bis zum n-ten Folgenglied. Hier mit 1 und da mit 2. Und wenn man sich das grafisch anschaut, fängt man also irgendwo mit der Folge an und dann macht man einen Schritt nach rechts und dafür geht dann eben die Differenz d nach oben und wieder einen Schritt nach rechts und wieder d nach oben und so weiter. Und da ergibt sich also eine Zahlenfolge, die genau auf dem Graph einer linearen Funktion liegt. Das heißt also, arithmetische Folgen sind das diskrete Gegenstück zu linearen Funktionen. Und das ist etwas, was wir in den Wirtschaftswissenschaften manchmal ausnutzen. Dass also viele Vorgänge, die uns interessieren, auf eine diskrete Art und Weise passieren. Wir werden uns hier im Kapitel Elementare Finanzmathematik besonders das Wachstum von Kapital anschauen, durch Zahlung und durch Verzinsung. Und da könnte man sich also vorstellen, man zahlt jede Periode einen fixen Betrag auf ein Konto ein. Ja, und dann fängt man also mit irgendeinem Betrag an und nach einem Jahr zahlt man dann wieder den Betrag D ein und nach noch einem Jahr kommt wieder der Betrag D dazu und so weiter. Und das passiert eben nicht kontinuierlich wie bei einer stetigen Funktion, sondern passiert diskret nur einmal pro Jahr und dafür braucht man dann diese Darstellung als arithmetische Folge. Hier habe ich noch einmal das festgehalten, was ich vorher schon illustriert habe. Man kann das Folgenglied auch schreiben als x0 plus n mal d. Manchmal ist es günstig, bei 1 anfangen zu zählen, manchmal ist es günstiger, bei 0 anzufangen. Kommt immer so ein bisschen auf die Anwendung drauf an, kommt natürlich immer das Gleiche dabei heraus. Das Letzte, was wir dann noch brauchen für manche Berechnungen, ist die Summe einer arithmetischen Folge. Wenn ich also diese ganzen Folgenterme aufaggregieren möchte, dann kann ich das machen, indem ich auch ausrechne n mal den Mittelwert vom ersten und letzten Folgenglied. Ich gehe dafür nochmal zurück auf die Grafik. Wenn wir also uns anschauen wollen, was ist denn die Summe, wenn wir diese vier Folgenglieder aufsummieren, dann kann man sich überlegen, naja, ich kann das erste und das letzte Folgenglied nehmen und kriege da einen bestimmten Mittelwert heraus und ich kann von der zweiten und dritten kann ich auch den gleichen Mittelwert nehmen und ich bekomme dann dasselbe heraus, wenn ich alle vier aufsummiere, wie wenn ich viermal diesen Mittelwert nehme. 1, 2, 3, 4 mal. Also das ist die grafische Motivation. Also die Summe von n arithmetischen Folgentermen ist dasselbe wie n mal den Mittelwert vom ersten und letzten Folgenterm, über den ich aufsummieren möchte.